du den Zeitsprung aktivieren. Zeitsprung? Ja. Aktiviert. Zeitsprung erfolgt in 3, 2... Hey, Moment! Warte! Ich hab mich nicht gemeint! Nein, nein, nein! Nicht Stopp. Du! Nein, ich hab mich nicht gemeint! Kiel, nein. Mach es weg! Ich weiß nicht, wie das geht! Was passiert hier? Oh Mann! Was ist das? Halt ein! Bitte! Stopp! Nein! Nein. Willkommen im Jahr 263. Zeit bis zur Stadtgründung 1000 Jahre. Wo sind wir? Ich meine, wann? Haben wir jetzt eine Zeitreise gemacht? Mensch, Kilian, was hast du gemacht? Wie kommen wir wieder zurück? Wer ist das denn? Dies soll von nun an mein Ort und mein Land sein. Nein! Bitte nicht! Nein! Wer seid denn ihr? Ich bin Celine. Celine? Ist das ein Name? Ja. Aber kein römischer, oder? Römisch? Nein. Gut. Ihr müsst wissen, dass ich Sindolf bin, Führer der Alemannen. Ich habe dieses Dorf hier auf dem Boden eines ehemaligen römischen Vicus gegründet. Ich, Sindolf, habe die Weltmacht Rom in die Knie gezwungen. Sie sind abgezogen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass sie nicht wieder zurückkommen, aber ich habe sie einmal besiegt und ich kann sie noch einmal verhauen. Wer bist du? Und vor allem, wo? Zeig dich, du Feigling! Ich bin Hall und ich verstecke mich nicht. Hier bin ich. Was? Was bist du? Bist du ein Gott? Bist du Wotan? Nein, kein Gott, ein Computer. Ihr heidnischen Alemannen, hört mich an. Ich bin Kilian. Ich bringe euch das Christentum. Hey, wieso heißt der so wie ich? Wie bin ich denn an so einen alten Namen gekommen? Psst, ich will zuhören. Ich bringe das Heil, das Evangelium, die Erlösung. Mit unserer fränkischen Hilfe. Alemannen. Eure wilde Götterwelt muss abgelöst werden durch christliche Werte. Glaube, Liebe und Hoffnung sollen eure Herzen regieren und vor allem Barmherzigkeit. Was mein Vetter Wilhelm hat drüben in Böblingen gemacht hat, das kann ich schon lange. Eine Stadt gründen? Ha! Kleinigkeit! Ich werde auch eine Stadt gründen. Und diese soll viel schöner als dieses Böblingen sein. Wie hört sich das? Böblingen? Der Platz hier ist zwar ein bisschen klein, aber es wird schon gehen. Dann schenke ich meiner Stadt eben einen riesigen Waldbereich dazu. Das ist die mächtige Fürstin Mechthild, der jetzt das Gebiet von Sindelfingen gehört. Eberhard, Eberhard, Junge, komm sofort her. Und das ist Eberhard, Mechthilds berühmter Sohn. Eberhard, hast du endlich den Fergenhans nach Rom geschickt? Wen? Johannes Fergenhans war damals Chorherr des Sindelfinger Stifts. Ja, Mutter, ja, hab ich. Das mit der Universitätsgründung muss jetzt endlich vorangehen.
dein Württemberg ohne Universität, ich bitte dich. Er muss jeden Moment wieder hier sein, mit der Bestätigung des Papstes aus Rom. Dann kann es losgehen. Ja, ja, schon gut. Sie ist auf. Sie ist weg. Sie ist gedeiht. Genau, dank uns. Was war denn das? Aber das ist erst der Anfang. Noch ein Streitwagen? So ähnlich. Es wird Auto genannt. Ja, wo ist das Pferd, das es zieht? Es braucht kein Pferd mehr, Sindolf. Das ist eine Maschine, die sich von selbst bewegt. Willst du eine Runde fahren? Oh, ich hab oh, das ist ja toll. Kann ich auch so eins haben? Ja, aber das kostet Geld. Geld? Und wo kriege ich das her? Wie wär's mit Arbeiten? Ich dachte, die Maschinen machen jetzt die Arbeit für euch. Ja, aber sie kosten. Heutzutage musst du arbeiten, um dir so eine Maschine leisten zu können. Und dann, was soll ich tun? Du könntest im Automobilwerk anfangen. Das gibt es nämlich seit 1915 hier in der Stadt. Automobilwerk? Ja, und was mache ich da so? Warum haben die Menschen das getan? 1946, 1947, 1948. Das war's jetzt? Ihr wollt einfach so weitermachen. 49. Ja, wisst ihr denn nicht, was ihr getan habt? 50. Ihr habt unendliches Leid über ganz Europa, nein, die ganze Welt gebracht. 1942. Davon erholt euch niemand. Wer wird jemals wieder mit euch reden bei dem, was ihr getan habt? Die Menschen bekamen eine neue Chance. Die Toleranz, die wir heute haben, lernten wir von denen, die damals freundlich zu uns waren. Es leben Polen, es leben Deutschland, es leben deutsch-französische Freundschaft! Das ist ja eine regelrechte Invasion. Was wollen die ganzen Menschen hier? Der Stadt hat es gut getan, Sindolf, dass diese Menschen kamen. Und weil so viele Menschen von überall kamen und hier in Sindelfing ein neues Leben begann, sind nach dem Krieg ganze Stadtteile neu gegründet worden. Arbeit gab es ja genug. Hier in Deutschland geboren, meine Schwestern. Meine Ältesten waren Flüchtlinge vom Kommunismus, sind hierher gekommen und mein Vater hat hier eine Arbeit beim Daimler gefunden, hat auch 25 Jahre gearbeitet hier. Von meiner Mutter, die Mama, kam aus der Türkei und von meinem Vater, der Papa, kam aus Spanien. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Und Sindelfing sehe ich jetzt meine Heimat dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin. Meine Schwestern und ich sind hier alle geboren.
Und wir erleben es ja schon seit unserer Kindheit. Ich habe noch einen großen Bruder, der hat dieses Jahr auf dem Goldberg-Gymnasium, hat eben das Abi geschafft. Und ich bin sehr stolz auf sie, weil sie von 0 auf 100 quasi hierher gekommen sind. Und ich gehe jetzt auch aufs Goldberg-Gymnasium, weil ich Anwalt werden will. Ich fühle mich hier einfach wohl. Sinneville ist meine Heimat. Der Stadt geht es dabei so gut, dass man sich immer mehr leisten kann. Sogar Zebrastreifen aus Carrara-Marmor. Und jetzt plant man gerade öffentliche Klos aus purem Gold. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Abschied? Sindolf muss zurück. Die Zeit ist abgelaufen. Oh Mann, kann er nicht noch ein wenig bleiben? Nein, kann er nicht. Verabschiedet euch. Sindolf! Bleiben. Was geschieht mit mir? Geh nicht, Sindolf, geh nicht! Geh nicht, Sindolf! Ich zerfließe! Ich vergehe, bleib hier! Verlass mich nicht! Nimm dies als Erinnerung an mich! Lebt wohl! Nein! Geh nicht! Lebt wohl! Wir vergessen dich nicht! Wir führen die Stadt weiter! Die du gegründet hast! Also, was der Eins in unserem Dorf geschehen wird, dann glauben die mir kein Wort. Die werden sagen, dass ich mich mal wieder zu sehr am Met gelabt habe. Und dass ich eingeschlafen bin. Und das alles nur Sindolfs Traum gewesen ist.